Herzlich willkommen zurück zu The Da Vinci Code Sakrileg. Im letzten Part haben wir unser erstes Anagramm gelöst und wissen dadurch jetzt, dass wir irgendwas am Gemälde der Mona Lisa finden werden. Wir spielen jetzt als Sophie und brauchen erstmal eine UV-Lampe, um da irgendwie was zu finden. Nur ist halt die Frage, wo kriegen wir diese UV-Lampe her? Ich krieg die Tür einfach nicht auf. Ja, wie wär's, wenn du auch mal deine Hand an den Griff legst, wenn ich mich einfach vor eine Tür stelle und dann, ja, ich krieg die Tür nicht auf, ne? Also dann kriegt hier niemand eine Tür auf. Was? Restaurierungsatelier? Die Tür ist abgeschlossen. Ja, so ein Pech aber auch. So. Du willst immer noch nichts mit uns zu tun haben, du jagst uns nicht und du bist nicht böse. Richtig schön hier. Ja, finde ich auch. Das ist keine UV-Lampe. Hast du eine UV-Lampe? Eh. Bonjour, Agentin Löwe. Wie geht's? Salut, ça va bien. Hachi. Es ist schön, dass sie das immer da als Untertitel hinschreiben. Hachi. Ach, herrlich. Ja, UV-Lampe. Wo finden wir dich? Das ist eine Feuerlöscher und keine UV-Lampe. Ja, stimmt. Der Typ hat ja auch hier gestanden, Gemälde. Großvater riss das Caravaggio-Gemälde von der Wand, um Alarm auszulösen und die Tore zu schließen. Aber hier hat er mir wohl keine Hinweise hinterlassen. Woher willst du das wissen? Sagst du das jetzt einfach nur so? Hast du eine UV-Lampe? Ich muss mir da drin etwas ansehen. Tut mir leid, Agentin Neveu. Wir haben klare Befehle. Hier darf niemand durch. Sind da drin irgendwelche Beweisstücke? Nicht, dass wir wüssten. Warum? Vergessen Sie es. Falls Großvater irgendeine Botschaft hinterlassen hat, ist sie wahrscheinlich nicht mit bloßem Auge zu erkennen. Vielleicht nahm er den Stift, den er in der Hand hielt, um einen Hinweis zu hinterlassen. Ich brauche eine UV-Lampe. Ach echt, das wussten wir schon, Sophie. Ja, der Inspektor hatte ja die letzte UV-Lampe, aber woher nehmen wir nicht stehlen? Torsteuerung. Oh, das geht. Dahinter sieht das aber nicht so aus, als könnte man... Wenn der Polizist mich sieht, wird er mich nicht durchlassen. Ich muss mich vorbeischleichen. Nicht übel. Oh mein Gott. Glauben Sie wirklich, Langdon hat den Kurator getötet? Keine Ahnung. Bei diesen Akademikern kann man nie sicher sein. Was heißt das? Naja, sie sind so in ihre Theorien vernarrt, dass sie rot sehen, wenn ihnen jemand widerspricht. Ja, also da jetzt zwischen zu quatschen, bringt jetzt wahrscheinlich gar nichts. Ausgeschlossen ist das nicht. Sie halten es für wahrscheinlich, dass jemand wegen einer Theorie, die nicht mal unbedingt stimmt, einen Mord begeht? Tja, es wäre schon etwas übertrieben, aber manche Professoren bauen ihr ganzes Leben auf einer einzigen Theorie auf. Sie von einer intelligenteren Person widerlegt zu bekommen, könnte ihn so wütend machen, dass er zum Mörder wird. Ich würde Ihrer Theorie gerne widersprechen, aber da Sie bewaffnet sind, halte ich lieber den Mund. Oh mein Gott, dass die die nicht besser sehen. So. Vier Morde sind mehr als genug für heute. Bitte lass hier eine UV-Lampe drin sein, bitte. Das Ding spricht sie nicht an. Das ist Mist. Soweit, so gut. Halten Sie auch schon nach Objekten, die Sie als Waffe verwenden können? Na, hier die Bilder wohl kaum, ne? Wir brauchen eine UV-Lampe und keine Waffe. Ich muss den Polizisten K.O. schlagen, um an den Wagen mit den Beweisstücken zu kommen. Hahaha. Ha, ha. Dieses Proberöhrchen ist ihm einer. Muss ich wohl das hier nehmen? Du musst den K.O. Ah, da liegt die Waffe. Okay. Dann mal lieber schleichen. Nehmen. Das kann ich gut gebrauchen. Wahrscheinlich könnte ich damit jemanden bewusstlos schlagen. Wow. Au. Was? Ich spaße nicht. Wenn der Gegner die Oberhand verteidigen, kontern sie den Angriff, indem sie die angezeigte Taste drücken. Okay. Ja. Verdammt. Au! Sag mal, das ist eine Frau und immer noch deine Kollegin, ja? Drücken Sie die linke Maustaste, um den Angriffsmodus zu starten. Drücken Sie die rechte Maustaste, um den Gegner zu werfen. Ja, werf ihn doch. Um einen Gegner zu werfen, müssen Sie ihn überwältigen, indem Sie wiederholt linke Maustaste drücken. Okay, mache ich. Gut. Komm her.
Komm her. Au. Sind wir hier in einem Boxspiel? Sie wollen kämpfen? Ja, oui, oui. I want to fight. Oh Gott, wir sind gleich so tot. Was wollt ihr? Haben Sie schon genug? Das ist so unnötig. Wenn Sie einen Angriff starten, erscheinen Tasten am unteren Bildschirm. Drücken Sie diese Tasten in... Okay. Oh Gott. Also das Kampfsystem ist a little bit beschissen. Wenn ich das mal so sagen darf. Das soll ein Kampf sein? Oui, oui. Ah. Okay. Wollen Sie wirklich eine Lady schlagen? Wie lange lebt der Typ? Hoffentlich war Ihnen das eine Lehre. Oh. Gott, also das war jetzt ein bisschen anstrengend, muss ich ehrlich sagen. Wo ziehen wir den Guten denn hin? Ja, du sollst ziehen. Das sieht nützlich aus. Ziehen? Alte, bist du Geistesgaga? Tu das weg. Nein! Leg das hin. Nimm den Typ und zieh den. Wohin auch immer. So, komm. Wo können wir den denn verstecken? Okay, das sieht ein bisschen albern aus, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Bleib mal da. Ob das was bringt, keine Ahnung. Wägelchen untersuchen. Flasche mit Chemikalien. Die UV-Lampe. Ich hab's. Da sind sie ja. Ich hatte Ihnen doch gesagt, dass Sie hier raus müssen, Robert. Wenn Fasch. Wo waren Sie? Ich musste eine UV-Lampe holen, falls mir mein Großvater eine Nachricht hinterlassen hat. Ich dachte, ich hätte Sie gebeten zu gehen. Warum hat Sonier meinen Namen auf den Boden geschrieben? PS, finde Robert Langton. Die Buchstaben PS könnten Prinzessin Sophie bedeuten, aber sagen Sie ihm noch etwas anderes? Irgendetwas? Ja, ich habe die Initialen PS einmal gesehen, als ich sehr jung war. Sophie, das ist extrem wichtig. Können Sie mir sagen, ob die Initialen in Verbindung mit einem Symbol erschienen, dem einer Lilie? Woher wissen Sie das? Ich bin ziemlich sicher, dass Ihr Großvater einer Geheimgesellschaft angehört. Das Lilien-Symbol in Verbindung mit den Buchstaben P und S ist das offizielle Abzeichen dieser Bruderschaft. Sie nennt sich Prieuré de Sion. Der Prieuré haben einige der gebildetsten Personen der Geschichte angehört. Männer wie Botticelli, Sir Isaac Newton, Victor Hugo und vor allem Leonardo da Vinci. Die Identität lebender Prieuré-Mitglieder wird streng geheim gehalten, aber das PS und die Lilie, die sie als Kind sahen, würden einen Sinn ergeben, wenn der heutige Abend im Zusammenhang mit der Prieuré steht. Es gibt noch einiges, worüber wir sprechen müssen, aber ich kann es mir nicht leisten, dass Sie gefasst werden. Sonja hat uns offensichtlich aus einem bestimmten Grund zusammengeführt. Ich bleibe, bis wir ihn kennen. Gut, dann helfen Sie mir. Es gibt einen Grund, weshalb mein Großvater wollte, dass wir uns dieses Gemälde ansehen. Hier muss ich irgendwo eine Botschaft. Riecht das nach Alkohol? Wo habe ich das schon mal gerochen? Riecht das nach Alkohol? Wo habe ich das schon mal gerochen? In einer Bar vielleicht? Oder... Weiß ich ja nicht. Trinkst du nie was, Robert? Und ja, aus einem bestimmten Grund zusammengeführt, der wollte, dass ihr zwei heiratet. Wusstet ihr das nicht? Untersuchen. Ich sollte es nochmal versuchen. Was ist das? Du hast es doch noch gar nicht versucht. Sehen aus wie willkürliche Symbole. Mein Großvater hat nichts willkürlich getan. Naja, jetzt muss ich sagen, die Anordnung dieser Symbole deutet auf Wortgruppen hin. So muss man erst alles mal... Ah, okay. Man muss alles markieren und dann nochmal sprechen. Das ist ja nicht so schwer. Machen wir erstmal die obere Reihe fertig. Ist fertig? Gut. Und dann hier. Das sind ja schöne Symbole. Und das dann zu entschlüsseln. Halleluja. Da freue ich mich jetzt schon drauf.
So, und unten war auch noch was. Grrr, runter. So. Ein Worträtsel, bei dem die Symbole ersetzt werden müssen. Ja, und woher soll man jetzt wissen, was? Gehst du nochmal weg, bitte? Nee. Verlassen geht dann auch nie. Also, sorry, das ist aber ein bisschen scheiße gemacht, Leute, ne? Sophie, Sie sind die Kryptografin hier. Was sagen Sie? Nun, man muss mehrere Aspekte beachten. Aber im Grunde geht es darum, wie häufig ein Buchstabe, ein Laut oder ein Wort vorkommt. Ja gut, ne? Also das häufig benutzte oder das häufigste benutzte Symbol könnte dann ein E sein, weil das auch der Buchstabe ist, den man am häufigsten benutzt. Es wäre albern, wenn man jetzt davon ausgeht, dass das ein E wäre. Das ist jetzt... Ach, okay. Das ist 3, 6, 7 mal da. Das ist nicht oft da. 3 mal. Das ist auch nicht so oft. Machen wir mal das. Nee. Nein, zurück. Machst du das nochmal weg, bitte? Mach das weg. Ah, okay. Dieses hier ist zweimal da. Also wenn wir jetzt nichts höher als 7 finden, dann würde ich mal davon ausgehen, das sind auch weniger. Also ich bin jetzt mal sehr sicher, dass das ein E sein könnte. Ja, das ist aber wirklich ein reines Rätselraten. Ja, das hier vielleicht ein N? Keine Ahnung. Also wir nehmen einfach mal die Buchstaben, die wirklich am häufigsten benutzt werden. S wird auch sehr oft benutzt. Hinweis. Ich hatte gehofft, Sie könnten mir speziell zu dieser verschlüsselten Botschaft hier etwas sagen. Wie Sie sehen, kommt dieses Symbol hier am häufigsten vor. Daraus folgere ich, dass es den Buchstaben E repräsentiert. Haha, okay. Also das ist schon mal richtig. Das ist schon mal schön. Auf die Idee bin ich auch schon gekommen, Sophie. Ja, A's kommen eigentlich auch relativ häufig vor. Aber... E. Ist jetzt die Frage, sind die Lösungen hier wieder auf Englisch, sind die auf Deutsch? Weil... Oder sind die auf Französisch? Das ist... schwierig. Sag nochmal was. Kapiere ich nicht. Sehen Sie noch mehr? Bei diesem Wort sind das erste und das letzte Symbol identisch. Wahrscheinlich das Wort eine. Also ist es doch auf Deutsch. Also sagst du, das ist ein I und das dann das ein N. Ja, dann musst du die hier wieder wegmachen. Eine. In. Pari. Nee. Ach Gott. Man müsste mal ein A haben, ne? Mit 3 Buchstaben und ein N in der Mitte. Nee, ich brauche noch einen Hinweis, tut mir leid. Sophie, Sie sind die Kryptografin hier. Was sagen Sie? Nun, man muss mehrere Aspekte beachten. Aber ja, im Grunde das, geht es darum, wie häufig ein Buchstabe, ein Laut oder ein Wort vorkommt. Ja, mehr sagst du nicht. Sag nochmal. Ich hatte gehofft, Sie könnten mir speziell zu dieser verschlüsselten Botschaft hier etwas sagen. Wie Sie sehen, kommt dieses Symbol hier am häufigsten vor. Daraus folgere ich, dass es den Buchstaben E repräsentiert. Also sind das die einzigen Hinweise, dass das mit dem E und eine, okay? Ja, das finde ich jetzt aber nicht so nett. Das ist für ein S zu wenig. Also S und A kommen auch häufig vor.
ist auch zu wenig. Vielleicht ein R. Nee. Mach mal weg. Das ist auch nur einmal da. Also es ist auf Deutsch. Eine was denn? Ja, schön, dass der Part zu Ende ist. Ja, aber ich sah gerade, der leise vor sich hin bimmelte. Das ist fies, jetzt mitten in diesem Rätsel hier aufzuhören, aber bis ich das gelöst habe, ne, geht der Part wahrscheinlich eine Stunde. Deswegen sehen wir uns mit diesem tollen Rätsel hier im nächsten Part wieder.